Hallo, ich bin die Anna, Mama von diesem kleinen Racker hier und heute gibt es unser 30-Wochen-Update. Kai ist jetzt wirklich schon sehr aktiv und er braucht auch mehr Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Also das merkt man schon ganz stark. Er spielt noch immer recht gerne und auch verhältnismäßig, denke ich, ganz viel alleine, aber er spielt natürlich auch gerne mit seiner Mama und wird gern herumgetragen und er mag es total gern, wenn man mit ihm spricht und das mache ich auch ganz, ganz viel. Das Zweite seht ihr gerade, was er in der 30. Woche oder seit der 30. Woche eben total gerne macht. Er will immer stehen. Also er belastet seine Füße und versucht zu stehen. Ich habe das aber auch in so einem Newsletter gelesen, dass das ganz normal ist, dass die Kinder einfach anfangen, ihr Gewicht auf die Füße zu verlagern und ja, die Füße mehr zu beanspruchen. Das bereitet sie natürlich aufs Gehen vor. Ich versuche es zu vermeiden, mit ihm so viel so herumzuhopsen und zu viel zu stehen, weil üben muss er es nicht, weil stehen und gehen wird er jetzt nicht so schnell, hoffe ich. Und ja, es geht auch ganz schön auf die Hände und da bekommt man richtige Mama-Muskeln. Diese Woche hat er das erste Mal Fisch gegessen und zwar Fisch mit Zucchini und Grieß. Ich habe eigentlich gedacht, das wird ihm nicht schmecken, aber er hat super gerne gegessen. Und zwar haben wir Scholle verwendet. Der Kinderarzt hat gesagt, man kann ihm ohne weiteres auch mal Fisch zum Kosten geben. Natürlich war das jetzt kein Riesenstück, sondern so ein Mini-Ding, aber er mag das eigentlich ganz gerne, so einen neuen Geschmack. Und er isst... Das macht er auch. Oft. Er isst sehr gerne Brei. Also er trinkt tagsüber sehr ungern Fläschchen. Er nimmt auch gerne Sachen in die Hand, wie zum Beispiel einen Zwieback oder so. Es gibt Baby-Zwieback von Alnatura. Zum Beispiel sowas liebt er. Und ich finde, das ist auch ganz gut. Ich gebe ihm auch mal ein Apfelstückchen oder so zum Rumkauen. Also er soll ruhig merken, dass es Lebensmittel nicht nur in gesunder Form gibt. Kai schläft noch immer zweimal am Tag, aber nicht mehr so lange. Also er schläft entweder vormittags eine Stunde oder nachmittags eine Stunde. Und das zweite Mal schläft er nur eine halbe Stunde, also so einen Bauernnap macht er. Und ja, ich bin sehr froh, dass er noch zweimal täglich schläft. Und er will euch auch was erzählen, wie es ihm in der 30. Woche gegangen ist. Was er jetzt auch kann, und ich war total erstaunt. Ich war total erstaunt, ich habe gelernt und auf einmal fängt die Spieluhr an zu spielen. Und er ist eben gerade in seinem Stubenwagen gesessen oder halt gelegen, besser gesagt sitzen tut er nicht. Und er hat selber die Spieluhr aufgezogen, also... Das hat er wirklich geschafft. Ich finde, mein Körper ist recht schnell damit zurechtgekommen, mit diesen ganzen Hormonumstellungen und dass ich kein Baby mehr im Bauch habe. Und das war's schon mit unserem Update. Zähne lassen sich noch immer keine blicken, aber er kaut noch immer ganz gerne auf Sachen rum. Ja, damit verabschieden wir uns und ich sage danke fürs Zusehen. Bis bald. Tschüss.